Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Water Warships in meinem Kanal Mike Zuckerbude. Schön, dass ihr wieder da seid und wieder in meinem Hafen. Ich werde euch jetzt mal, also ich werde jetzt mal jetzt noch die Folgen aufnehmen mit den neuen Schiffen, auch wenn sie noch nicht richtig ausgebaut sind. Und wir sind jetzt hier bei dem Fünferzerstörer von den Russen. Es ist ja eigentlich eher ein Gunboot, mehr oder weniger. Auch noch nicht voll ausgebaut. Mir fehlt hier noch so zwei Sachen. Und mein Kapitän, der braucht auch noch ein bisschen. Da sind die ganzen Sachen noch nicht frei. Also er ist noch nicht auf dieses Schiff trainiert. Ja, ich glaube, die Folge davor habe ich gesagt, die Gnefni hätte ich schon mal gespielt gehabt. Ich meine, das war sie gar nicht gewesen. Damals war zum Test, war das ja die Ognevoi. Und nicht die Gnefni. Also ist das doch für mich ein neues Schiff. Aber wie gesagt, es ist halt nicht so mein Steppenpferd. Ich bin dann doch eher der Schlachtschifffahrer und der Kreuzerfahrer. Da macht es mir dann doch ein bisschen mehr Spaß. Aber wir versuchen einfach unser Glück. Machen jetzt das mal hier immer kurz mal ein paar Flaggen drauf. So, wir gehen mal hier in die Statistik rein. Über 13.900 Punkte. Ich habe jetzt auch schon den zweiten Rumpf ja auch ausgebaut gehabt. So, Artillerie. Wir haben viermal. Ja. Es ist jetzt nicht viel. Wir haben viermal 130 mm Geschütze, aber bei einer Reichweite von 10,8 Kilometer. Und Torpedos haben wir zweimal 533 Millimeter, machen einen Schaden 14.400, Geschwindigkeit 64 Knoten. Dann kommt jetzt der Knaller, wir haben eine Reichweite von 4 Kilometern. Das ist sehr, sehr nah. Ja, unsere Flak, zweimal 12,7 Millimeter, dann nochmal zweimal 12, 7. Dann die 3x37 mm und 2x76 mm. Manövrierbarkeit 38 Knoten, schon mal wenigstens etwas schneller. Wendekreisradius 610 Meter und 4,4 Ruderstellzeit. Verborgenheit, Oberflächensichtbarkeitsreichweite 6,8 Kilometer. Ja, also mit den Torpedos werden wir definitiv entdeckt. Aber wir können halt so noch ein bisschen, ja, ab 11 oder 10 Kilometer können wir auf den Gegner dann schießen. Da wir auch noch recht manövrierfähig sind, sollten wir dann auch noch nicht einmal so schnell oder so einfach zu treffen sein. Und wir werden ab 3,6 Kilometer entdeckt. Ja, also das sind die Daten zu dem Schiff. Und jetzt wollen wir uns das Schiffchen hier auch mal im Gefecht anschauen. Ich sag mal, bis gleich. So, da sind wir wieder mit unserer Gnevni. Schon etwas groß für einen Zerstörer. Halt wie so ein kleiner Kreuzer, könnte man auch schon fast sagen. So, was haben wir in dem Team? Zweimal die Bogue, dann die Kongo, dann nochmal die ALP Kongo, die Ishi Tsuchi. Vierer Schlachtschiff der Japaner. Nicht, ja. Dann haben wir die Omaha, zweimal die Königsberg, die Phoenix, die St. Louis. Dann haben wir nur die Minekatze und meine Wenigkeit. Wow, seit wann ist denn da ein. Sieht ja fast aus wie Alcatraz. Das ist neu. So, da hinten haben wir eine Wyoming. Also, der Gegner hat auch zweimal die Bogue, zweimal die New York, die Wyoming, zweimal Königsberg, Puma, St. Louis, Minekatze, Clemson und die Isjaslav. So, schauen wir mal, was wir hier so. Wollen wir hier auch mal einen feindlichen Zerstörer hier aufdecken? Ich habe schön HE geladen. Kommt noch nach St. Louis. Kommt sie? Nee, sie steht. Für mich steht sie. Da
ist die Mine Katze, ey. Jetzt einmal schön mal den Motor einmal kurz mal angeknipst. Das wird eng. Verdammte Axt. Tja, ich sag ja, das ist halt. Zerstörerfahren ist nicht so meins. Vor allem nicht russische. Das werde ich hier schön auseinandergenommen. So, vielleicht kriege ich die Minekatze da noch. Ja. Da hat es mich dann auch erledigt. Ja. Wie gesagt, ich hasse Zerstörerfahren, vor allem solche, wenn ich so nah ran muss. Ja, ich sage mal, Kommentare brauchen wir hier nicht so viel zu machen. Ich gehe gerade nämlich hier unter. Keine erfolgreiche Runde, dafür die Minekatze noch mitgenommen. Und ja, war mal eine kurze Runde. Ich danke trotzdem fürs Zuschauen. Ich werde bestimmt nochmal einen Versuch hier starten. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.